Die ersten Gäste sind schon da. Die Vorbereitungen für den dritten, mittlerweile traditionellen Fackellauf sind im vollen Gange. Wir bereiten jetzt hier gerade Armbrot vor. Das ist ein Essen, was wir aus Haus liefern. Da gibt es Honigkrustenbraten mit Salzkartoffeln und Ananassauerkraut. Dann haben wir draußen noch den Grill vorbereitet für die Fackelwanderung. Da werden wir Wildschweinbratwürstchen, normale Bratwürstchen und Nackensteak grillen. Und das findet dann draußen statt. Wie die Naturfreunde nach Gootshorn gekommen sind und warum man von einem traditionellen Fackellauf sprechen kann, erzählt uns jetzt der Leiter des Naturfreundehaus, Herr Helmreich. 1921 hat sich die Ortsgruppe Lehrte gegründet. Und die haben dann erst zur Pacht dieses Grundstück erhalten. Und später, 1928 oder kurz davor, haben sie es kaufen können. Und zwischen den Jahren 1926 und 1928 ist dieses Haus gebaut worden. Von den Naturfreunden ehrenamtlich nach Feierabend. Und aus gebrauchten Stücken größtenteils auch. Die erste Fackelwanderung mit Feuerzangenbowle gab es im Februar 2007. Das war eigentlich auch kurz vor unserem Start, als wir dieses Haus hier mit der Bewirtschaftung übernommen haben. Da war hier alles noch Baustelle, wir mussten viel renovieren. Und damit die Leute trotzdem merken, dass hier sich was tut und dass das Haus nicht ganz geschlossen ist, haben Freunde von uns aus Immensen, die nennen sich Out of Immensen, ein kleiner Wanderverein aus Immensen, hatten die Idee, hier im Winter eine Art Baustellenparty zu machen. Und haben gesagt, man könnte draußen im Februar eine Feuerzangenbowle in Open Air sozusagen veranstalten und vorweg eine geführte Wanderung machen. Und da das dann so in die Dämmerung hineinging, haben wir gesagt, ja, dann kann man ja ein paar Fackeln dazu nehmen, dass man noch ein bisschen was fürs Auge hat und die Kinder nicht gelangweilt sind. Und so ist die erste Fackelwanderung mit Feuerzangenbowle entstanden. Und es wird das erste Mal in diesem Jahr wieder gegrillt. Es gibt dann eben von dieser lokalen Landschlachterei Bratwürstchen und Nackensteaks, hausgemachten Salat und als Besonderheit Wildschwein, Bratwürstchen von Wildschweinen hier aus der ganz lokalen Umgebung. Die Naturfreunde sind eine internationale Umwelt-, Kultur-, Freizeit- und Touristikorganisation. 1895 in Wien gegründet, gehören heute zur Naturfreunde-Bewegung etwa 500.000 Mitglieder in 21 Ländern. Allein 82.000 Naturfreundinnen und Naturfreunde gibt es in Deutschland. Als die Fackelläufer von ihrer frostigen Wanderung zurückgekommen sind, gab es in geselliger Atmosphäre reichlich zu essen und zu trinken, mit Lagerfeuer und Musik. Die Stimmung ist toll. Die Feuerzangenbowle läuft gut, der Grill läuft gut. Die Leute sind gut drauf, die Kinder fühlen sich wohl, das ist ja immer das Wichtigste. Und vor allem die Frauen fühlen sich wohl, trotz der Kälte. Dieses Jahr, muss ich sagen, war es, glaube ich, mit Abstand das Schönste. Es waren noch mehr Leute als letztes Jahr da und es sind fast alle Leute auch mitgewandert, die dazu erschienen sind. Und es passte vom Wetter her ganz einfach, muss man ganz klar sagen. Es war frostig kalt und nicht matschig und dann macht das ja auch Spaß zu wandern.